erste Pause, ich weiß gar nicht, wo wir sind, auf jeden Fall irgendwo zwischen Deutschland und Polen. Nee, nicht Deutschland und Polen, weil die gar Schwachsinn. Was ist der letzte? Ich habe gesagt, wir machen jetzt gerade unsere erste Pause und ich habe dann gesagt, wir sind jetzt irgendwo zwischen Deutschland und Polen, aber das ist falsch. Irgendwo zwischen Aschaffenburg und Polen. Schlugloch. Wie heißt es nochmal? Du weißt es doch. Schlugloch. Ja, sind wir ja auch. Nur verkloppte. Irgendwer muss diese Nachricht sehen. Die ist der allerhöchste Bekloppte. Ja, Bekloppte. Ah, guck mal, da sind sie wieder alle. Wir sind der Club der Bekloppten. Ah, das sind wir, Club der Bekloppten. Gut, da geht gleich der Alarm los, wenn ihr da pinkelt. Ah, da wird gepinkelt und da geht der Alarm los. So, wir sind jetzt in Polen und haben jetzt erstmal eingeweiht. Manu, bist du ausgeschlafen? Überhaupt gar nicht. Nicht ausgeschlafen? Nein. Warum? Du hast da schon ein schönes Kissen dabei. Ja, blöde Sitze im Bus. Blöde Sitze im Bus. Ändert sich ja bald. Ja, weil ich sie nämlich anzünde, wenn wir zu Hause sind. Die Sitze. Manuel Skorsteinitzki. Er freut sich auf die Sitze, hat er gesagt. Gologolovic. Warum nimmst du das mit deinem hier aus? Einbauen. Wir bauen deinen Bus in den Bus. Wir sägen ihm, wir flexen einen Sitz ab von denen und den kriegst du. Ja, in meinen Bus dann. Ja. Das ist ja, als wahrer Sitz. Ja. Ich hab die Abgabestelle für Altölkanister gefunden. Die befindet sich unter diesem Baum. Echt? Ja, das ist halt 10 Kanister rum. Altöl. Das ist der Altglasbaum da. So, ist das denn, so wird das in Polen gemacht. Ja, und hier kommen die Radsäcke. Da kommen die erst alle. Frank Seefeld, der Ehrenbürger von Neustiftsloch, macht jetzt seinen Fußabdruck in die Straße der Stadt. Oh! Tada! Ist auch gar nicht heiß hier oder so. So, jetzt noch die Finger. Ah! Frank hat sich verewigt. Frank hat sich hier in Polen schon verewigt. Wenn in 20 Millionen Jahren Polen wiederentdeckt wird, werden sie diesen Fußabdruck finden und identifizieren und rausfinden, dass es der Frank hier war. Golo hat gesagt, der bleibt noch ein bisschen. Ah, bleibt noch ein bisschen. Golo bleibt noch ein bisschen. Tschüss, Golo. Tschüss. Da ist bestimmt hier mit Blei. Hier gibt es bestimmt. Warte mal, ich guck mal gerade. Aber die sind unterschiedlich. So. Spezialdiesel. Auf jeden Fall ist er teurer, also nehme ich die. Der herabschauende Hund, aber ich kann dir jetzt auch den Pissen in. Ganz billig, gib ich den Sonderpreis. Was hast du? Was hast du für Sorte? Ich hab hier Marlboro. Für mich. Für Geschäft. Für Geschäft, ja. So, warte, wir sind jetzt hier angekommen. Jetzt dürfen wir noch ein bisschen rumchillen, weil noch nicht alles fertig ist. Also, ich noch nichts fertig ist. Das war der Golo, der hat geschrien. Er schreckt ja auch nicht so alle hier. Also. It's a long way to the top. If you want a boogie woogie. It's all together. It's a long way. If you want to rock and roll. Yeah. Sehr gut. Oh, hier wird gerade Backstage aufgebaut. Ein gelbes Zelt für Backstage. Yeah. Gelbes Sultanzelt. Sultanzelt. Guck mal, ich nehme euch jetzt mal mit. Wollen wir mal direkt gucken, was hier los ist. Tada. Bühne für später. So sieht's hier aus auf dem Gelände, wo noch nichts los ist. Hier gibt es 5 Brecher,
Wellenbrecher? Gutachtet schon mal. Das ist ja richtig hier mit Videowand und so. Kannst du auch eine Videowand bedienen? Eine Multimedia-Ausbildung. Multimedia-Ausbildung? Am PC? Kann quasi alle Medien. Ja. Ich kann MP3, ich kann WAV, ich kann sogar FLAC und das können nicht viele. Wow, FLAC kannst du. Ja, FLAC. Kannst du auch. Geschützt. Oh. RAV? Ja, RAV. RAV? 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 Und OCK. Ich kann sogar noch OCK. Ja. Ich kann sogar OCK. Und GIF. GIF? GIF kann ich auch. Give me money. Give me money. Give me money. Give me money. Hadidi. Hadidi. Habibi. 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 Geiles Restaurant, Habibi. Habibi heißt Schatz, ne? Auf. Auf. Irgendwas. Wir haben jetzt Bier bekommen und jetzt machen wir endlich mal unser erstes Bier auf. Malz, könnte kälter sein, aber. Zischt die Ampel ab, muss man schnell trinken. Ist noch nicht auf. Cheers. Ja, schnell trinken, dann wird es auch nicht warm. Ja, schon, ich war schon weg. Bei Thomas, die Leute gackeln. Ja, sehr. Wieder zurückgefahren. Ich würde sagen, das ist nicht. So, wir haben jetzt folgendes Problem. Wir wissen noch nicht, wie in Polen Prost heißt. In Ungarn haben wir es ja, also habt ihr ja auch schon mitgekriegt. Eckische Prost. Raus, eckische Dreck. Nastravje. Nastravje ist doch russisch, oder? Slawisch. Nastravje? Ich gucke mal nach. Ich gucke mal nach. Wir können auch einfach fragen. Hier gibt es ja tausende von Bartecks, die können wir mal fragen. Bartek 2 würde ich mal fragen, weil Bartek 1 ist beschäftigt. Oh, die Tricks. Die Tricks von Thomas. Keine Tricks. Das nennt sich Festschrauben. Das ist kein Trick. Ah ja, das ist auch ein Trick. Ja, Festschraubtrick. Mikrofon. Ey, wir sollen Barber Shop machen wir. Zu fit. Hier kannst du nicht sehen, weil wir sehen die nackte Kamera. Hier nicht geil. Ja. Ich mach die Kamera mal. Ja. Schärfste Kamera, die ich sehe. Wie sexy, ja? Ehrlich. He's the man.
da drüben. Also das heißt, wenn du dir jetzt... Barber bist du jetzt am Start, oder? Beim Barber? Nee, ich werde heute noch mal eine weibliche Seite. Gibt's auch riesige, die Haare ist deine. Riesigen Schminktisch und so. Und ich bin dann mehr so der Rouge-Typ. Achso, okay. Du lässt dich auch Dreadlocks jetzt machen. Lässt dich Dreadlocks machen? Dreadlocks, ja. Das geht ja lange. Du auch, oder? Nee, ich muss ja zum Barber, ich habe ja schon Bart. Achso, der Barber macht ein Bad, oder was? Ja, der macht ein Bad. Der Barbershop, kauft man sich quasi ein Bad. Sieht zwar so aus, als würden wir gerade in den Sonnenuntergang reinlaufen, aber nein, wir laufen jetzt ins Hotel zum Essen. So sieht's aus. Next door. Restaurant ist next door. Nicht in die Hotel. Ich bin begeistert. Hier. So, nach der Show ist vor der Show. Jetzt wird direkt eingeladen und dann geht es wieder ab nach Deutschland. So sieht es nämlich aus. Ne? Stopp, stopp, stopp. So, hier. Nach der Show ist vor der Show, jetzt geht's wieder nach Deutschland. Ja. Was ist hier los? Hey. Oder was sagst du? Kennst du diese Möwen von, was ist denn das, Finde Nemo? Meins? Ich freue mich jetzt auf die Heimreise. Das ist ja lächerlich, 10 Stunden oder 12. Und morgen dann beim HR4 endlich meine Musik. Ja, und, ja, ich mag. Machst du ein Tänzchen? Da gibt's aber nicht so eine Bühne wie da jetzt. Ja, das ist richtig, aber dafür gibt's Schlager vom Feinsten. Schlager vom Feinsten. Ja, mit uns. Mit uns und vielen anderen tollen Künstlern, denke ich mal. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls kommen viele Fahrradfahrer. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ich komme mit dem E-Bike. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir kommen mit dem Auto, wir kommen nicht mit dem E-Bike. Wir kommen direkt mit dem Auto. Strampeln. Strampeln wir. Mercedes, strampeln wir da. Strampeln wir nicht. Wir sind tatsächlich jetzt schon wieder durch in Polen auf dem Polish Boogie Festival. Ich gehe jetzt mal auf die Tanzbühne. Das war übrigens die Tanzbühne. Ist ja alles wieder leer, aber war eine geile Show und wir wollen nächstes Jahr wieder hier spielen. Das sind geile Leute, geiles Konzert, geiles Festival. Wenn ihr mal hier seid, wenn das ist, kommt vorbei. Oh, das hält. So geht's besser. Also, jetzt ab nach Bad Schwalbach. So, nach fast 12 Stunden Fahrt sind wir jetzt hier im wunderschönen Bad Schwalbach. Wie man sieht, ich drehe mich mal eine Runde, angekommen. Jetzt haben wir aber noch ganz viel Zeit, sind relativ früh da. Und gerade mal ein bisschen Wasser ins Gesicht gespritzt, weil wir ja gleich losgefahren sind in Polen. Und jetzt schnappe ich mir so einen Sitzsack. Da gibt es nämlich ganz schöne Sitzsäcke. Und da liegen auch schon zwei von uns. Ach, ist schön ruhig hier, voll entspannt. Und da werde ich euch jetzt mal mitnehmen. Mitnehmen? Das ist sowas von Rock'n'Roll. Mit Kuscheldecke. Ich bin der kleine Leine. Geil, direkt neben der Kaffeebar. Die jetzt hoffentlich gleich aufmacht, die Kaffeebar. Das wäre der Knaller. So, hinlegen. Ist angesagt. Oh, ich habe mir das ein kleines bisschen bequemer vorgestellt. So, wir gehen jetzt mal was essen. Nee, Kaffee trinken. Es fängt jetzt gleich an zu regnen. Überlegt, wir machen das jetzt nochmal. So,
Immerhin in Bad Schwalbach, der Regen ist vorbei, wir sind am Aufbauen. Chaka. Die Fläche ist groß, aber mal sehen, ob jemand kommt. Es gibt Essen. Ich habe so einen Mörderhunger. Ich glaube, wir alle haben Mörderhunger. Lange, lange Zeit. So, wir gucken hier direkt. Aral angesagt, hier ist alles blau, alles blau. Das ist heute der Anlieferungsweg durch den Busch. Hier so durch. Oh, bisschen übel, aber funktioniert. Ja, Anlieferungsweg ist heute Premium-Anlieferungsweg, oder? Was? Ein Premium-Anlieferungsweg heute. Ja, also. Ja. Das ist gut, was für den Busch machen. Hast du Bock auf heute? Ey, Ja. Rock'n'Roll heißt es. A Rail Rock'n'Roll. Hier, Meister. Wer ist die Band? Ich bin Meister. Weißt du noch, wie die Band heißt, oder? Keine Ahnung, muss der Meister nicht wissen. Das ist Gin oder irgend sowas oder Wodka oder. Ja, genau. Nee, das ist meine Verbindung. Wir machen da nicht Transparenz. Der muss fließen. Ja, der muss auch Wirkung zeigen, schnell werden. Und er muss weg vor allem. Er muss einfach weg. Ja, genau, der ist ein verderbliches Wahre. Und bei der Hitze sowieso weg damit. Sonst wird es schlecht, der kippt dann. Das ist auch wirklich, wir sind im Alter Alkohol konserviert, ja? Und du weißt nicht, ob es dein letzter Drink ist. Also bist du schneller, dann hast du noch zwei letzte Drinks. Noch schneller, drei. Ja. Du bist so ein weiser Mensch. Perfekt. Ja. Das jedes Mal immer wieder. Oh. Da ist er wieder. Ich bin heute gerne dabei. Doch, bist du ja. Merchstand aufbauen. Heute in dem letzten Eck an der Aral-Tankstelle. Eck. Ja, lass fallen. Manchmal hat er ein bisschen Sprachprobleme, aber das ist ganz normal. Okay. Ja. So, das sind auch so zwei Spezialisten hier. Ich sag mal. Super Show, besonder. Es ist für die Jahreszeit. Für die Jahreszeit super Show. Und ich sag mal, also die beste Band, die ich heute gehört habe. Ja. Seit 16 Uhr. Es weiß ja keiner, dass wir. Das war's, wir sind in Klein-Ostheim fertig an der Aral-Tankstelle und wir verabschieden uns jetzt von dem Urlaub. Hier wird noch abgebaut. Ja, ich bin schon fertig, deswegen wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis danach. Ja.